Willkommen zu einem weiteren XXL Meta Market Watch, denn The Infinite Forbidden ist erschienen. Am vergangenen Wochenende fand die NAWCQ statt. Wir stehen kurz vor der europäischen WCQ, also alle Zeichen stehen auf teuer. So sieht's aus und genau aus dem Grund machen wir auch einen Meta Market Watch. Wir schauen uns die relevantesten Deckthemen an, die interessantesten Einzelkarten und vor allen Dingen Meta-Staples, die jetzt und auch in Zukunft relevant sein werden. Und darüber hinaus gibt's noch die ein oder andere Budget-Alternative, die ich euch natürlich vorstellen möchte. All das gibt es hier im fetten XXL Meta Market Watch. Lass uns direkt reinspringen, keine Zeit verschwenden. Ich will mit euch auf die Kartenpreise der interessantesten Karten schauen. Los geht's! So, und bevor wir in die Einzelkarten reingehen, müssen wir uns einmal das Display The Infinite Forbidden anschauen. Das Ding ist auf 58 Euro gedroppt. Was ist denn hier passiert? Versand müsst ihr noch dazu packen, aber das ist doch mal mega extrem. Also im Vorverkauf um die 60 bis 70 Euro. Dann ist das Ding auf 80, 85 hoch. Das hielt dann so 3-4 Tage an. Bam, in den Keller gerauscht. Mittlerweile bei 58 Euro, was ein unfassbar heftiger Preis ist. Keine Ahnung, was da passiert ist. Klar, keiner will Karten aus diesem Set haben, weil alle teuer ist. Aber dementsprechend sollten sie sich doch alle irgendwie The Infinite Forbidden, zumindest als Display, als Zielprodukt ranholen. Dem ist nicht so. Sommerpause, Flaute im Yu-Gi-Oh! Alles Punkte, die aktuellen Preisverfall der Karten hervorrufen. Und das werden wir auch gleich hier im Market Watch sehen. Denn einige der Karten droppen, droppen, droppen. Keiner hat mehr Bock auf dieses Spiel. Zumindest zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Kann sich natürlich spätestens Ende August nach dem Drop der Banlist wieder verändern. Und wenn der Herbst dann kommt und man auch öfter wieder zu Hause oder im Locals rumhängt, dann könnte natürlich sich das Ganze wieder drehen. Aber aktuell muss man ehrlicherweise sagen, ist Yu-Gi-Oh! Nicht das beliebteste TCG und das aus ganz, ganz vielen Gründen. Mein Tipp an alle da draußen: Haltet euch fern von der Meta, lasst es bleiben, beschäftigt euch nicht mit dem Quatsch, der da passiert. Haltet euch auch fern von Konami, schnappt euch die Karten, die ihr gern habt, schnappt euch einen Buddy, setzt euch an den Küchentisch, bestellt euch eine Pizza, stellt euch zwei Bier auf den Tisch und dann zockt ihr eine entspannte Runde Yu-Gi-Oh!, so wie es euch am meisten Spaß macht. Ich habe vor kurzem Goat gezockt. Alter, das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich mir erstmal ein paar Rarity-Upgrades geholt habe. So, lass uns direkt mal in die erste Einzelkarte reinspringen. Wir sprechen natürlich über den Fiendsmith Engraver. Klar müssen wir über den Fiendsmith sprechen, ist in The Infinite Forbidden erschienen. Und genau aus dem Grund ist es natürlich auch eine Karte, die allgegenwärtig ist und auch in Zukunft allgegenwärtig sein wird, denn diese Karte wird keinen Hit bekommen auf der nächsten Banlist. Eventuell Moon of the Closed Heaven, würde allerdings keinen Sinn machen. Die Karte haben sie jetzt released und Ende August diese Karte schon zu bannen, wäre auf jeden Fall ein bisschen seltsam. Aber es ist eine Common, von daher schwierig. Also, passt auf, Fiendsmith Engraver. Die Karte, 90 Euro im Vorverkauf, knapp bei 100 Euro dann irgendwann gewesen. Mittlerweile gedroppt auf 70,99, 72 Euro. 73,99 Euro und das kurz vor der Europameisterschaft. Ne, das ist allerdings auch so ein sehr seltsamer Move von Konami gewesen, muss man ehrlicherweise sagen. Ein Produktrelease zu schedulen, dann am direkt darauf folgenden Wochenende die World Championship Qualifier in der USA stattfinden zu lassen und eine Woche später die World Championship Qualifier in Europa stattfinden zu lassen. Ich meine, am Ende reden wir hier über 2000, 2500 Spieler pro Event, die sich diese Karten ranholen müssen, wenn sie toppen wollen und sich für die Weltmeisterschaft qualifizieren wollen. Aber trotzdem ziemlich sus Konami an dieser Stelle, muss man ehrlicherweise sagen. So, Fiendsmith Engraver ist gedroppt. Warum? Weil der Kollege schweineteuer ist. Das heißt, jeder, der den aus dem Display oder aus dem Case zieht, will natürlich das Ding zu barem Geld machen, um sich sein Case, sein Display wieder zu refinanzieren. Und aus dem Grund droppt der Kollege, weil wenn ihr einen zieht, müsst ihr euch immer noch zwei kaufen. Ne? Also das ist auf jeden Fall. Ah. Plus noch die ein oder andere weitere Secret Rare, die schauen wir uns natürlich auch an. Und zwar Fiendsmith Trakt, eine Karte, die man aktuell noch auf 1 spielt. Ich meine, neuer Support fürs Fiendsmith-Deckthema wurde in Rage of the Abyss angekündigt. Das bedeutet eventuell auch, dass diese Karte vielleicht in Zukunft auf 3 gespielt werden könnte. In einer pureren Variante, ohne Snake Eye, ohne Jubel. Also bleibt auf jeden Fall interessant. Wir sind hier aktuell bei 8,99 9 Euro, 9 Euro die Kopie. Requiem, auch One of them Extra Deck, zumindest aktuell noch, 3 Euro. Die Kopie ist schon Schnapper, muss man sagen, ist schon Schnapper. Also eventuell, ich überlege gerade, also wenn ich mich so ein bisschen zurück an den Flamberge Dragon erinnere, der ging zum Release dann auch irgendwann so 3 bis 6 Euro. Damals habe ich mir 3 Kopien rangeholt, ich war ein Fuchs. Und dann ist das Ding im Preis irgendwann eskaliert und war bei 15, 16, 17 Euro, weil man den auf einmal in einer höheren, oder
Das Deckthema wurde relevanter, der Flamberge Drink wurde relevanter und eventuell könnte das auch mit Fiends mit Requiem passieren. Ne? Also überlegt mal, wenn dann quasi eine zweite oder vielleicht noch mal eine dritte Supportwelle für Fiendsmith kommt und vielleicht noch ein weiteres Deckthema, was wunderbar mit Fiendsmith synergiert, kann ich mir durchaus vorstellen, dass man vielleicht Requiem sogar mehr als auf 1 im Extra-Deck spielt. Und dementsprechend könnte die Karte dann zumindest für einen kurzen Moment auch wieder steigen, auf vielleicht 10 Euro, bevor sie dann wieder fällt, sehen wir auch am Flamberge Dragon. So, wir machen weiter mit natürlich dem Deckthema, welches allgegenwärtig ist, welches die Fiendsmith Engine am besten aktuell nutzen kann. Und zwar Snake Eye Diabelstar. Ja, Diabelstar, die schwarze Hexe, hält sich unfassbar stabil. Und das, obwohl ein Reprint in Bonanza, also hier Quarter Century Bonanza angekündigt wurde, ein Reprint-Set, welches im November kommt. Aber klar, europäische Meisterschaft steht bevor. Einige YCS wurden angekündigt, unter anderem die in Bologna und auch die in Lille. Dementsprechend will man natürlich alle Karten da haben, um auch diese Events zu toppen. Und da braucht man natürlich auch Diabelstar, die schwarze Hexe. Playset aktuell bei 23 Euro, die Kopie. Gesucht, sündhafte Beutesucherin. Ich bin so froh, dass ich die Karte Mitte Januar für 100 Euro das Stück verkauft habe. Guckt euch das mal an. 16,99, 15,50, 17,10 Euro. Selbst wenn die Engine, was ich nicht glaube, von der Banlist unberührt bleibt, glaube ich nicht, dass diese Karte signifikant steigen wird. Vielleicht nochmal um 5 Euro, aber das war es dann auch tatsächlich, weil alle haben die Schnauze voll von Snake Eye Diabelstar. Selbst Pro-Player haben die Schnauze voll von Snake Eye Diabelstar. Die spielen lieber was anderes oder ein anderes TCG. Die haben keinen Bock mehr, sich diese Scheiße zu geben. Das ist auf jeden Fall extrem heftig. Das ist schon extrem krass für dieses Format, dass sich Leute das Tierlimits-Format zurückwünschen. Ja, könnt ihr euch zurückerinnern? Das war auch nicht so spaßig. Aber wie es aussieht, um einiges spaßiger als Snake Eye Diabelstar. Und das finde ich schon echt extrem. Also, ich meine, das Tierlimits-Format hat schon einige Spieler ans One-Piece-TCG verloren. Was hier gerade mit Snake Eye-Format passiert, da will ich gar nicht. Also, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus, Konami. Mach was. Wir wollen das TCG weiter spielen. Wir wollen, dass das Feuer brennt. Aber aktuell, ja, ist nicht mal ein Funken da. Erbsündhafte Beutesucherin, Schlangenauge, 1 Euro, 1,50 Euro. Klar, Reprint Season, ne? Wir haben die Tim, wir haben Quarter Century Bonanza. Alles kann gereprintet werden. Schlangenauge, Flammenbergendrache gedroppt auf 4,30, 4,50, 4,50 nicht. Der Rede wert, die Karte. Papel, wenn man überlegt, dass die Karte im Vorverkauf 35 Euro ging, jetzt bei 5,99 ist 6 Euro, 6,25. Obwohl sie vor kurzem einen leichten Preisanstieg hatte, nichtsdestotrotz eine Ultra Rare aus Phantom Nightmare, die knapp 4.000 verfügbare Artikel auf Cardmarket hat, kann gar nicht so viel teurer werden. Was natürlich passieren kann, ist, dass man eventuell die Quantität, sprich die Anzahl von Papel im Main Deck erhöht, je nachdem, was gebannt wurde. Sprich, man spielt Papel dann in Zukunft nicht mehr auf 1, 2, sondern eher auf 3, 4 geht leider nicht. Aber ja, auf jeden Fall eine Karte, die vor allen Dingen auch keine Reprint in der Tim bekommt. Dementsprechend beobachten, wobei eigentlich keiner hat Bock auf Snake Eye Diabelstar, selbst wenn die Karten gereprintet werden. Ich habe gerade überlegt, ne, klar, wenn das Deckthema komplett gereprintet wird in Bonanza und in der Tin, kann das natürlich passieren, dass alle Karten, die gereprintet wurden, gekauft werden und man natürlich auch Poplar benötigt, um dieses Deckthema Full Power zu spielen. Aber das Deck ist so unbeliebt, also ich glaube nicht, dass das nach dem Reprint glaube ich nicht, dass das noch irgendwer spielen wollen wird. Also wirklich, das ist extrem krass. Schlangenauge hatten wir, glaube ich, gerade schon mal. Oder haben wir uns die anderen angeguckt? Egal, 1 Euro, 1 Euro, 1,50 Euro, 1,78 Euro. Leuchtfeuer, klar, ist eine Karte, die man braucht. Ging 75 Euro eine Zeit lang, mittlerweile nur noch 25, was auf jeden Fall ein extrem guter Preis ist. Die Karte wird unfassbar in den Keller fallen, sobald Snake Eye Diabelstar nicht mehr ist, denn ein anderes, ich sag mal, starkes, relevantes Pyro-Deck-Thema gibt es nur bedingt. Aber ja, man kann diese Karte natürlich in, hier, wie heißt das, nicht Sword Soul, wie heißt das andere, wie heißt denn das andere, Soul, das andere mit Soul. Also, wo unterschiedliche Attribute du zeigst von der Hand vor Specials und so. Ihr wisst, was ich meine. Schreibst du gerne in die Kommentare. Ich komme gerade nicht drauf. Da kann man sich den Raisin suchen. Ich glaube, der war Pyro. Ne? Den Raisin kann man sich suchen. Vanquished Soul. Danke, Chat. Kommentare. Ihr wisst schon. Dankeschön. Vanquished Soul. Ja. Das ist auf jeden Fall nochmal ein Thema. So. Volcanic. Und vielleicht der, wie heißt es, Pyro Soldier Warrior, die Vanilla, die irgendwie im dritten Set oder so erschienen ist. Soldier, ihr wisst schon. Vergisst es, wir machen weiter. So, Prometheische Prinzessin müssen wir ausspielen. Ist in den Keller gerauscht. Warum? Weil ein Reprint in der Bonanza angekündigt wurde. Ein Reprint von einer Karte aus Phantom Nightmare wurde in Bonanza angekündigt. Finde ich extrem wild, vor allen Dingen, weil die Karte eine Ultra Rare ist und keine Secret. Dementsprechend doch, also dadurch, dass es ein One-Off ist, finde ich
ich sag mal, die Karte ging so für 20 bis 25 Euro über den Ladentisch, finde ich das voll den okayen Preis für eine Yu-Gi-Oh! Karte. Klar, bei Pokémon kriegst du ein ganzes Deck dafür, aber ich fand's okay. Bin wirklich sehr, sehr überrascht, dass Konami jetzt schon Reprint dieser Karte angekündigt hat. Wir machen weiter. Großer Name der Wutphönix. Klar, da hat Konami keinen Reprint angekündigt, deswegen hält sich der Kollege stabil. 23,49, 23,50. Hier gibt es zwar schon Kopien für 20 Euro, aber so lang. Ah, gut. Oh mein Gott, das wollen wir nicht haben. Wir wollen lieber Diamantkopien haben und die kosten knapp 24 Euro. Aufgegebene Seele müssen wir auch spielen. Im Optimalfall gibt es einen Reprint, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. 7,47 Euro, 7,50 aktuell an dieser Stelle aus Brothers of Legendary Secret Rare. IP Mascarina, wir schauen uns mal die Quarter Century Secret Rare an, und zwar vom alternativen Artwork aus der Rarity Collection 2. Da sind wir bei 36 Euro, 37,49, 37,50, 37,50. Alle heftige Preise, aber komm, wir machen uns mal einen Spaß und schauen uns mal hier an der Stelle mal eine Super Rare an, denn die Super Rare kostet nichts. Wir reden hier über 45 Cent, aber auch hier ist der Preis vor kurzem angestiegen. Apollosa genauso. Banlist gefährdet, dementsprechend low hält sich die Karte hier aktuell. Günstiger als Mascarina. 28,80, 28,90, 29,49. Wirklich überschaubarer Preis. Wir schauen uns mal die Super Rare an. Da reden wir wahrscheinlich auch über wenige Cents. Ah, ist die Ultra Rare aus Mama für 1 Euro. Wir gehen nochmal drauf auf die Super Rare aus der Rarity Collection. Da sind wir bei 50 Cent. Zwar im kurzen Verpreis gestiegen, aber wer weiß, ob da die Banlist zuschlägt. Selbst wenn nicht, wird die Karte, ah doch, ich sag mal, langfristig, wenn kein Reprint kommt und die Banlist nicht zuschlägt, kann das selbst die Super Rare, ne, so eine 2 bis 3 Euro Karte definitiv werden. Selbst bei über 3000 verfügbaren Artikeln auf Market. Also wir sehen das hier. 50 Cent, 50 Cent gibt es nicht mehr viele. Dann sind wir schon bei 70 Cent. Dann sind wir schon relativ schnell bei einem Euro. Also Mitte nächsten Jahres kostet die Karte 2 bis 3 Euro. Espe kleine Ritterin. Reprint gefährdet, deswegen am Droppen. Ich habe meine auch schon verkauft. Solltet ihr auch machen. Ich habe meine noch für 70 verkauft. Hier sind wir bei 61,99, 62,99, 63 Euro. Wenn die Karte keinen Reprint erhält, weder in Bonanza noch in der Tin. Uiuiuiui, sag ich euch. Alter, das wird eine richtig wilde Fahrt. Die Karte schießt sofort in die Höhe. Das ist damals beim Access Code Talker auch passiert. Weil super starke Karte, kannst du fast, also bis auf Branded Despair kannst du dir ins jedes Extra-Deck werfen, was auf jeden Fall krass ist. Dann kommen wir zum nächsten Deck-Thema, welches die ein oder andere, also klar, Fiendsmith Engine spielen wir ja auch drin, müssen wir spielen, denn wir wollen Full Power spielen, einfach voll rein da. Der gute Jubel, ne, hält sich stabil, 5,50, 5,50, der Reprint aus Battles of Legend Chapter 1. Ich mach mir mal den Spaß und guck mal, was die Ulti kostet. Das würde mich tatsächlich interessieren. Jetzt, wo wir hier gerade drin sind, warte, pass auf, wo gab's denn die Ulti? Die Ulti? Was, ist das hier die Ulti? Nee, das ist eine Secret. Davon gab's gar keine Ulti. Ulti gab's von dem anderen, glaube ich, warte mal. Nee, davon gab's nur die Secret. Ultis gab's von der Terror-Inkarnation und so ein Kram, oder? Oder liege ich da falsch? Nee, aber hier die Secret, leck mich fett, 28 Euro, ey. Aber ich meine, ja, Legendary Collection 2 Megapack. Das Set ist hier, Oktober 2011 erschienen. Wir machen weiter mit Geist von Jubel. Ja, hält sich stabil bei 1,35 Euro die Kopie, falls ihr ein Playset haben wollt für die Super Rare Albtraumthron. Ist wieder ein bisschen gedroppt. Sehr schön. Super Ding auf jeden Fall. 21,49 Euro wieder, also quasi beim Ausgangspreis wieder angekommen, was auf jeden Fall eine sehr gute Tendenz ist und vor allen Dingen eine gute Richtung für alle, die Jubel spielen wollen. Ohne Fiendsmith Engine. Einfach nur, weil sie Bock auf das Anime-Deck-Thema haben. Was ihr aber spielen solltet, ist Finsteres Locken des Ungeheuer. Die Ultra Rare aus der Tin. Immer noch bei 340, 340, echt heftig. Ihr könnt euch natürlich die Kammern holen, aber nicht viel günstiger. 2,80 Euro die Kopie an dieser Stelle aus dem Structure Deck Sacred Beast. Genauso wie Öffnung der Geistertore, die Ultra Rare aus der 2021er Tin. Erstes Playset bei 3 Euro und die Kammern aus dem Structure Deck 1,40 Euro die Kopie. Weiter geht's mit dem Lurry. Den Lurry wollen wir natürlich spielen, wenn wir Fiendsmith in Jubel spielen. Den können wir nämlich abwerfen, der specialt sich und dann machen wir richtig Rambazamba. Und der Kollege in Kammern aktuell bei 2,70 steigt auch wieder aktuell so ein bisschen im Preis. Aber wer ja das Ganze in schön haben möchte, der holt sich natürlich die Super Rare ran. Und Super Rares bekommt ihr in einer guten Condition nicht mehr unter 6,50 Euro. Heftiger Preis auf jeden Fall für eine Karte, über die vor einem halben Jahr keiner geredet hat. So, weiter geht's. Phantom of Jubel, der ist zum Glück auch gefallen. 47 Euro, 48 Euro. Der Kollege war bei um die 60 Euro. Die Kopie ist mittlerweile auf unter 50 gedroppt. Langsam Richtung 45 unterwegs, was auf jeden Fall sehr geil ist. Zwei Kopien wollt ihr im Extra-Deck spielen, dann seid ihr immer noch bei knapp 50 Euro die Kopie. Varudras spielen wir auch. Auch gedroppt, der Kollege. Hat sich bei 10, 11 stabil gehalten. War so kurz auf dem Weg nach oben. Und jetzt ist er gefallen. 9 Euro. Alle werden ihn los. Klar, es gibt viele, das dürft ihr nicht vergessen, ne? Also klar sind das starke Decks. Die bleiben auch stark. Wahrscheinlich auch nach der Banlist. Aber weil die Preise gerade so hoch sind, das Format gerade so extrem beschissen ist, Locals, ey, es gibt
ich höre von allen Seiten, es gibt keine Teilnehmer mehr bei Yu-Gi-Oh! Locals. Klar, wir haben Urlaub, wir haben Sonne, wir haben keinen Bock gerade auf Yu-Gi-Oh! Aber das ist extrem heftig. Ich meine, Locals, die im Schnitt 25 bis 30 Spieler haben, kommen gerade so auf 8. So. Wohingegen andere TCGs durch die Decke schießen, ne? Also One Piece, Lorcana, Pokémon, das läuft alles richtig wie ihr Schnitten Brot, sage ich euch. Deswegen schon krass. Ist auf jeden Fall heftig. Ich zock aktuell GOAT. GOAT macht mir mega Spaß. Wirklich. Das sind die guten alten Zeiten. The good old times. Ich kann die Dark Necro 4 spielen. Ich hab Spaß. Also, ich hab noch Spaß an Yu-Gi-Oh! Ich hab nur Spaß am aktuellen Format. Und Konami, Preispolitik und Produkte, das muss man komplett ausblenden, weil ansonsten wird man richtig depressiv. Aber an sich vom Spiel her, wenn man das mal komplett wieder entschleunigt, das ist geil. GOAT, Edison, spielt ein anderes Format oder spielt einfach nur irgendwelche Anime-Decks mit Kumpels am Küchentisch. Exodia-Deck, kostet nix. Die ganzen Prints kamen Ultra-Rare bis auf der Ankh, Millennia Ankh, das war eine Secret-Rare, aber die kostet, glaube ich, auch nur 2,5 €. Spielt das. Spielt einfach mit euren Lieblings-Anime-Decks gegen eure besten Kumpels. Bei einem Bierchen und einer Pizza. Das ist der richtige Weg. Alles andere, was da so metamäßig passiert, vergisst es mal. Das ist alles Katastrophe. Also brauchen wir wirklich nicht drüber reden. Das ist einfach nur deprimierend. Losgekettete Seele, Lord von Yama, spielen wir ebenfalls in Jubel. Der droppt natürlich, weil der mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in der Tinge reprintet wird. Duelist Nexus haben wir hier. 14 €. Also wenn ihr noch Kopien habt, loswerden. Ne? Haut das Zeug weg. Habe ich auch gemacht. Ich hatte drei Stück, alle weggehauen. Ich hoffe auf ein Prismatic Secret Rare Reprint. Und dann hole ich mir entweder die Ultra Rares oder die Prismatic Secret Rare wieder ran. Haut das Zeug weg. Alle Sets, die Reprint gefährdet sind, in der Tin, haut das weg. Weil entweder werden sie in der Tin gereprintet oder 1,5 Monate später in Bonanza. Sage ich euch, gebe ich euch Brief und Siegel. Eventuell werden einige wenige Karten ausgelassen, aber im Großen und Ganzen Reprints Vollgas. Tenpai Dragon, wir sind beim nächsten Meta-Deck angekommen. Ja, wenn Snake Eye geht, kommt Tenpai Dragon und wahrscheinlich wird genauso die Meta aussehen, die sich dann Yubel und Tenpai teilen werden. Das heißt, wir haben wieder zwei Tier-1-Decks. Tenpai wehrt sich sehr, sehr stark gegen Snake Eye, aber gegen so ein volles Snake Eye-Board bricht auch kein Tenpai-Spieler durch. Was ich gesehen habe, Runde 1 bei der NAWCQ, da ist ein Mimigul-Spieler durch so ein Snake Eye-Board durchgebrochen. Das war interessant, das müsst ihr euch mal angucken. Runde 1 NAWCQ, Mimigul versus Snake Eye war das. War auf jeden Fall extrem witzig. Hat dann im Verlauf des Spiels ein paar Fehler gemacht, aber das ist egal. Ist auf jeden Fall mit einem Mimigul-Board durchgekommen. Klar, er hatte ein bisschen Hilfe von Fenrir und Talent der drei Taktiken, aber am Ende haben es die Mimiguls geregelt. Zu dem Deckthema kommen wir auch noch gleich. So, Tenpai Dragon Gan Roku. Ja, die Ultra Rare, tatsächlich die teuerste Ultra Rare aus der Infinite Forbidden. Da sieht man, wie. Also, alle dachten, also wie schwach das Set ist, in Anführungszeichen. Alle dachten, das Set wird das nächste Age of Overlord. Ist es auch mehr oder weniger, aber dann auch wiederum nicht. Weil in Age of Overlord hattest du 3 schlechte Spots bei den Secrets. Ansonsten war alles geil. Also, die beiden TGs und Visa Samsara. Alles andere war, Labyrinth war stark, Flamberg, Dragon, Diabelstar, Wanted, SP Little Knight, habe ich Arias schon, die Labyrinth Butlerin gesagt? Ey, wirklich, also die Secret Rares waren stark und auch bei den Ultra Rares war cremiges Zeug dabei, wie unter anderem der, hier, Super Stern, schlechter Himmelskrise, der hässliche Bruder von Göttliches Arsenal, Doppel Azois Himmelsdonner. Und hier, Fiendsmith, ja. White Forest, ja. Und dann der Hase vielleicht noch mit dem Hut. Über den sprechen wir auch gleich noch. 4,99, 5 €, 5,84 €, 5,99 €, 6 € an dieser Stelle. So. Pydra, auch gedroppt, 6,30 €. Ist das krass. Ist das krass, muss man ehrlicherweise sagen. Weiter geht's mit den anderen Karten. Das sind alle Commons, da brauchen wir nicht drüber reden. Kosten alle 2 Cent. Noch eine Karte, die ein bisschen was kostet fürs Extra-Deck, ist Sangenpai Transcendent Dragon. 50 Cent, 50 Cent, 50 Cent. Dann haben wir natürlich den schwarzen Rosendrachen. Wir schauen uns mal die Quarter an, denn für den Preis holen wir uns eine Quarter. Da sind wir bei 3,40, 3,45. Hält sich sehr stabil. Schwarzer Rosen-Mondlichtdrache. Tatsächlich auf unter 10 mittlerweile gedroppt. 9,50 €, 9,80 €, 9,96 €. Sehr interessant auf jeden Fall. Aber brauchen unbedingt einen Reprint. Dreiköpfiger Drache, der Kollege in Ultra Rare aus Raging Battle, aktuell noch bei 60 €. Die Plate-Version, exzellent bei um die 70. Und bei der Secret Rare sieht es ähnlich aus. Da sind wir bei 60 €, 60 €, 60 €. Reprint wurde für die Tin confirmed. Wenn ihr könnt, werdet das Ding noch vor den nächsten großen Events los. Werdet den los. Macht das Ding zu Geld. Egal, dann 5 € unter Market. Scheißegal. Besser so, als dass die Karte nach dem Reprint aus der Tin nur noch die Hälfte wert ist. Haut den Kollegen weg. Ich würde das machen. Das ist mein. Also, anders. Ich sage, was ich machen würde und ihr entscheidet, was ihr macht.
Ich würde ihn verkaufen. Ey, wirklich, das ist also Banane, an dem noch festzuhalten. Außer man möchte unbedingt das Deckthema spielen und man möchte eine alte Secret Rare haben. Okay, bin ich absolut, verstehe ich. Habe ich mit dem einen oder anderen, mit der einen oder anderen Karte auch gemacht. Wie zum Beispiel, na, wie heißt der? Abgeheuerlicher Lobelion. Ich wusste, der ist teuer, Reprints werden kommen. Verkaufssehen, dachte ich mir, nö. Nö, ich glaube, ich habe zwei Kopien oder habe ich eine verkauft und eine behalten, irgendwie so. Ich bin mir nicht mehr genau sicher. Quem zum Beispiel genauso. Verkauf die, ich behalte die, weil ich die einfach behalten möchte. Ich möchte die originale Secret aus dem ersten Set haben und so. Kommt so ein bisschen auf persönliche Präferenzen an, sage ich mal. Rein da ins nächste Deckthema. Und zwar sprechen wir natürlich über White Forest, aka White Woods. Das neueste und, wie ich finde, mit Abstand interessanteste Deckthema der kürzlichen Vergangenheit, sage ich mal. Ich finde es interessant. Ich finde es wirklich interessant. Interessante Spielmechanik, alles cool. Steht im Schatten natürlich von Fiendsmith. Finde ich echt schade. Auch viele Karten von der Infinite Forbidden stehen im Schatten der Fiendsmith Engine, weil da ist wirklich sehr, sehr viel cooles Zeug dabei. Wirklich unfassbar viel cooles Zeug dabei. Wenn diese Fiendsmith-Pumpe nicht wäre, okay, dann könnte man auch kein Value aus dem Set ziehen. Aber dann werdet alle ein bisschen... Irgendwas hätten sie noch machen müssen. Irgendwas. Nimm Fiendsmith raus, macht das anders. Oder pack Fiendsmith rein, aber schreibt einen Lock rein. Bis zum Ende des Spielzuges in Unterweltler gelockt. So, da ist ja gar nichts. Gar nichts drin. So generisch die Pampe. Kannst du überall drin spielen. Kann ich in, keine Ahnung, Marienzessin spielen. Wobei, nee, bei Marienzessin bin ich irgendwann im Wasser gelockt. Da muss ich erstmal Fiendsmith Engine machen und dann Marienzessin. So, Astella of the White Woods ist die teurere der beiden Schwestern. Ich nenne sie jetzt einfach mal Schwestern. Da sind wir bei 27,49 im Playset. LZ, da sind wir bei um die 20 Euro im Playset, was auf jeden Fall sehr stabil ist. Ich habe das Gefühl gehabt, dass man LZ öfter zieht als Astella. Aber ist vielleicht auch nur ein Gefühl. Tales of the White Forest, die zweiteuerste Ultra, die ihr aus dem Set ziehen könnt. Da sind wir bei 3 Euro aktuell. Ich weiß gar nicht, spielt ihr ein Playset? Wahrscheinlich spielt ihr ein Playset. Und das Playset ist bei 3,95 Euro aktuell, die Kopie. Dann sprechen wir natürlich noch über ein paar Karten, die man dort drin spielen kann. Denn man kann das Ganze mit der Toy Engine spielen oder natürlich mit Runic. Mit der Toy Engine sieht die Ganze wie folgt aus. Kostet alles nichts, weil geprintet in Battles of Legend Terminal Revenge. Wir sehen es hier, knapp 6000 verfügbare Artikel der Spielzeugkiste. Genauso wie 6000 verfügbare Artikel des Spielzeugsoldaten und des Spielzeugspanzers. Da sind wir bei über 7000 verfügbaren Artikeln. Hier passieren zwar verrückte Sachen im Grafen, aber das könnt ihr alles ignorieren, weil die Karten kosten 5 Cent tatsächlich. Im Extra-Deck spielen wir natürlich die ein oder andere schöne Ultra-Rare. Unfassbar schönes, also wirklich die Extra-Deck-Monster. Boah, Alter, wirklich ein Traum. Wer die Dinger gezeichnet hat, verdient einen Orden, ey. 79 Cent, 80 Cent, 80 Cent an der Stelle. Risiella, 60 Cent, 60 Cent, 60 Cent. Und die einzige Secret-Rare geht gerade 3 Euro. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich ein Two-Off, vielleicht sogar nur ein One-Off-Boss-Monster. 3 Euro, alles nicht der Rede wert. Wir machen weiter mit einer Karte, die man spielen kann, wenn man die Toy-Engine spielt. Und zwar den Chaos-Engel. Der wird aber allerdings mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, da in Cyberstorm Access erschienen ist, ebenfalls einen Reprint erhalten. Da sind wir bei 30 Euro, 31 Euro, 31 Euro, 31 Euro. Crimson Dragon, den spielen wir, wenn wir das Ganze mit Runic spielen wollen. Da sind wir bei, ja, deswegen ist der Kollege auch gestiegen. Das ist so eine Frechheit, ey, weil ihr unbedingt Calamity locken wollt, ihr Säcke. So, Feuerroter Drache, 15 Euro, 15 Euro, 15 Euro. Und ihr werdet natürlich jetzt bestraft, indem diese Karte in der Tin gereprintet wird und am Ende nur noch ein Euro wert ist. Falls ihr noch Kopien zu Hause rumliegen habt, jetzt ist ein guter Zeitpunkt zu verkaufen, ne, falls ihr die Karte nicht spielt. Werdet das Ding los, 15 Euro ist auf jeden Fall gutes Geld, was man definitiv mitnehmen möchte. Ja, den müssen wir uns natürlich auch kurz mal angucken, ist natürlich vor kurzem im Preis gestiegen, weil alle wollen Calamity locken. 0 Euro, 35 Cent. So, mal gucken, ob der auf der Banlist landet. Da sind wir auch schon direkt bei Runic, denn Runic kann man natürlich mit White Forest zusammenspielen oder man spielt Runic dann. Klar, wie viel Spaß will man haben? Ja, antwortet der Yu-Gi-Oh!-Spieler. Da sind wir bei 5,98. Oh, krass. Also ist schon, finde ich, sehr, eine Mischung aus stabil und auch gestiegen. Playset bei 6 Euro die Kopie. Wir schauen uns mal den Brunnen an. Der ist günstig bei 70 Cent die Kopie. Und die Hugen. Die Hugen ist bei 1,55. Wir spielen 2. Also sind wir bei 2,19 Euro die Kopie. Ja, ist schon krass günstig verhältnismäßig, was wir sonst so hier zu Gesicht bekommen. Aber dennoch bin ich überrascht, dass die Spitze irgendwie bei 6, 7 Euro ist. Wenn ihr Stun spielen wollt, spielt ihr Amano Iwato. 10 Cent die Kopie, der Reprint aus der 2018er Megaton. Ich würde mich so über so einen super rare Reprint im nächsten OTS Tournament Pack freuen. Kräfterauben spielen wir auch. Ich habe mal hier, es gibt die in super rare für wenige Cents. Ich habe jetzt einfach mal die Lost Art rausgepickt, denn die finde ich extrem schön. Da sind wir aktuell bei 3,45 Euro. Wenn die Karte natürlich auf der Banlist landet oder auf 1 limitiert wird, habt ihr auch nichts davon. Also bevor ihr euch 3 Stück holt, wartet bis Ende August. Mementolanische Enghexe. Ja,
damit sind wir auch schon beim nächsten Deckthema, welches relevant bleibt und auch in Zukunft wird und in Rage of the Abyss auch noch neuen Support bekommt. Ich finde es tatsächlich ein sehr, sehr, sehr interessantes Deckthema. Vor allen Dingen, weil Konami alte, beliebte Artworks genommen hat und so einen Dark Twist dem Ganzen gegeben hat. Aber die Enghexe, das ist nicht nur eine Enghexe, die ist auch richtig teuer. 18,50 Euro die Kopie, falls ihr ein Playset haben wollt. Die Knochenparty ebenfalls am Steigen, da sind wir bei 25,99 die Kopie. Also ist gerade im Hype. Was sage ich euch immer? Im Hype verkaufen, nicht einkaufen. Jetzt ist zu spät. Verkaufen. Wenn ihr im Hype verkaufen wollt, dann ist ein guter Zeitpunkt jetzt, weil wer weiß, was in den beiden Reprint-Produkten, die Konami angekündigt hat, genau drin sein wird. Alles kann drin sein. Ich glaube, Valiant Smashers wurde zumindest nicht für die Tin angekündigt, aber Bonanza? Ich weiß das nicht, Alter. Irgendwann muss ja Konami reprinten. Da wird ja irgendwie alle drin sein werden. So, die letzte Ultra Rare, die wir uns hier angucken vom Memento-Deck-Thema, ist natürlich hier das Boss-Monster, kombinierte Schöpfung. Aber bei 2 Euro überschaubar. Dann haben wir noch die Dunkelklinge, dann sind wir hier bei 10 Cent. Also der Rest ist wirklich vom Preis her echt easy mitzunehmen. Klar, ich meine, am Ende seid ihr schon 120 Euro los für die ersten beiden Ultra Rares, falls ihr die im Playset spielen wollt. Der Rest muss dann dementsprechend günstig sein. Das heißt, ich sag mal, wenn ihr euch das Deck so zusammen kaufen wollt, seid ihr bei um die zwischen 120 und 150 Euro, müsst ihr auf jeden Fall auf den Tisch legen. Der Creation King, Schöpfungskönig, ebenfalls bei 5 Cent eben in The Infinite Forbidden erschienen. Nächste Deckthema, über das wir sprechen. Mimigul. Wer meine Videos guckt, der weiß ganz genau, dass ich seit Video Nummer 1 über Mimigul spreche und dass ich es geil finde. Und das ist geil und jetzt hat auch der ein oder andere so ist mit auf den Hype-Train aufgesprungen und die gewieften Yu-Gi-Oh!-Spieler da draußen, also passt auf, es gibt ein geiles Deckthema, nennt sich Mimigul, kommt raus, sieht nach Fun aus, yeah, cool, wir warten auf die nächste Supportwelle, hoffentlich wird es geil, hey, hey, hey. Ja, da kommen die Yu-Gi-Oh!-Spieler um die Ecke und sagen, Handloop für 5, das ist doch mal eine Idee. Ja, wir wollen ja richtig Spaß haben bei Yu-Gi-Oh! Runic Stun reicht nicht, jetzt auch noch Handloop für 5, geil. Und in der nächsten Runde auch noch OT-Card werden von Tenpai. Also Yu-Gi-Oh! Ist gerade, ah, ist geil, ist, ah, hast du Spaß, da hast du richtig Spaß. Da kannst du eigentlich nur, nee, dürfen wir nicht. Ich wollte gerade sagen, da kannst du eigentlich nur mit Jägermeister bewaffnet zu so einem Locals gehen, aber du darfst ja nicht intoxicated an so einem Event teilnehmen. Das steht in den Policies, wer das nicht weiß, also hört auf damit. So, muss ich vor allen Dingen meinem Kumpel Diesel sagen, ja, der macht das immer wieder. 3 Euro, 3,29 Playset wollt ihr haben und Playset aktuell bei knapp 5 Euro. Geil, ich hoffe, dass der Support in Rage of the Abyss geil wird. Ich hoffe es, ich wünsche es mir, weil geiles Deckthema, wirklich geil. Geile Mechanik, geile Idee dahinter. Die restlichen Super Rares, oh, wobei... Also ich meine, da habe ich schon Super Rares gesehen, die günstiger waren. 15 Cent, 15 Cent, 15 Cent, 10 Cent, 10 Cent, 10 Cent und die letzte 15 Cent, 18 Cent, 19 Cent. Geil, finde ich geil. Den Dungeon spielen wir auch auf 3. Da sind wir bei 97. Guckt euch das mal an. Die geht schnurstracks bergauf. Das ist eine Karte, wenn da noch geiler Support kommt, das ist eine Fieldspell. Die ist stark, sucht was, Floodgate. Wichtig fürs Deckthema, das ist eine Karte, die könnte 15 bis 20 Euro teuer werden. Falls der Support in Rage of the Abyss reinprügelt. Geil! Geil, geil, geil. Freut mich sehr fürs Mimigul-Deck-Thema. Einen Wachhund können wir da drin spielen. Ne? Auf Flip kann der Gegner sozusagen bis zum Ende des Spielzuges nicht mehr Spezialbeschwören. Auch super. Legt man dem Gegner aufs Spielfeld, kann er nicht mehr Spezialbeschwören. Das macht doch richtig Spaß. Aktuell 3 Cent die Kopie, weil die Karte aus Battles of Legend Terminal Revenge also dort einen Reprint erhielt und knapp 10.000 verfügbare Artikel auf dem Market sind. Dann müssen wir über die Feuerzauberin sprechen, denn diese sagt, wirf auf Flip, wirf 2 random Karten von der Hand ab. Und die werden dann gebanished. Was bedeutet das in Mimigul? Ihr legt diese Karte dem Gegner verdeckt aufs Spielfeld, flippt sie dann, weil Mimigul kann das, flippt sie dann und der Gegner wirft 2 Handkarten ab. Und das macht ihr ein paar Mal und dann habt ihr richtig Spaß. So, und ihr Mint-Kopien. Na, macht Market mit. Market, machst du mit? Market macht nicht mit. Ich flip aus. Ich muss mal hier ganz kurz aktualisieren. Jetzt zerschießt er mir wahrscheinlich den Filter. Filter hat er mir nicht zerschossen. Danke dafür auf jeden Fall. Excellent Kopie, 69 Cent. Und dann sind wir hier schon bei 1,49. Nicht mehr viele. 2,49. Es traut sich keiner, hier Mint-Kopien zu listen. Doch, hier für 2,59 Euro. Extrem krass. Starke Karte. Hoffen wir mal auf einen Reprint, weil die Karte ist in Labyrinth of Nightmare erschienen. Wisst ihr, wie lange das her ist? Richtig. Knapp 25 Jahre her. So, Beschwörungsflug spielen wir auch. Klar, denn der Gegner muss jedes Mal, wenn auf seine Spielfeldseite was gespecialt wird, eine Karte abwerfen. Oder banishen sogar. Wie war das? Banishen. Ja, geil. Ist super.
Die Mimiguls specialen sich auf die gegnerische Spielfeldseite und da ihr was specialen könnt und im Vorfeld Summoning Curse aktiviert habt, muss der Gegner alles abwerfen. Der Gegner, wirklich, Handloop für 5. Easy, gar kein Problem. Excellent, Kopina war hier für 7,45. Es gibt nicht mal mehr wirklich Playsets, doch hier 10,69 €. Und dann haben wir noch hier den Reprint aus dem OTS Tournament Pack 1, aber das ist ja auch nicht viel günstiger. Also wer die Karte zu Hause rumliegen hat, macht sie zu Geld. Macht sie zu Geld. Ich muss mal in meinen Ordner gucken. Habe ich die mir eigentlich damals rangeholt, als es so 2,5 € ging? Ich glaube nicht. Falls doch, mache ich sie zu Geld. So. Zwei extra Monster, die man ebenfalls spielen kann und die im Preis eskalieren, sind einmal Nummer 13, Verkörperung des Verbrechens, da sind wir bei 7,99 € und Nummer 31, Verkörperung der Bestrafung, 6 €, 7,85 € steigt gerade im Preis, das Ganze. Wir kommen mal ein paar zu generischen Karten, ne? Denn hier Meta-Gebrabbel genug. Es gibt noch jede Menge weitere Deckthemen, ne? Also brauchen wir nicht drüber reden. Gimmick Puppet könnt ihr spielen, ihr könnt auch nochmal zu den Raid Raptors greifen, ihr könnt... Hier, Voiceless Voice, in der Versenkung verschwunden, könnt ihr auch spielen. Also es gibt tatsächlich genug Themen, die man aktuell in diesem Tier 2, Rogue, Tier 3, wie auch immer Segment spielen kann. Da ist ordentlich was dabei. Sehr, sehr viel spielbares Zeug, aber meistens nicht stark genug, um natürlich gegen Tier 1 oder Upper Tier 2 anzustinken. Aber eine Karte, die ich richtig geil finde, ist der Hase. Silhouette Rabbit. Artwork ist eine 1 von 1. 1 von 10. Also 10 von 10. Ihr wisst, 10 von 10 ist eine 1. Also, vergisst es. So, 8 € Playset braucht er nicht, ihr braucht einen für 7,50 €. Was ihr auch braucht, Engelstatue Azurune. Die Karte steigt gerade, die Super Rare aus Blazing Vortex am Eskalieren. Ich habe ein Playset im Ordner rumliegen, verkaufe ich die? Nee, ich behalte die. Warum? Weil mir danach ist. Denn es gibt noch einen Common Reprint. 2 Cent, 2 Cent, 2 Cent an der Stelle. Sehr starke Karte, beste Kombo, die man tatsächlich spielen kann, nachdem man 4 Handraps gefressen hat. Was im aktuellen Format ziemlich die Regel ist. Weiter geht's mit der nächsten generischen Handtrap, die in The Infinite Forbidden erschien. Und zwar ist das Mulcharmi Purulia. Also die heißt ja Charmi, ne? Mulcharmi, also von charmant, reizend. Ich lese immer Mulcharmi. Also für mich ist die eine Mulcharmi. Das ist eine Armee. Das ist eine Armee, die da kommt. Eine Armee an Handtraps, das ist die erste. Eine weitere wurde schon für Rage of the Abyss angekündigt. Dementsprechend wird das auf jeden Fall richtig wild. Die Karte wäre um einiges teurer, wenn sie... die neue Mulcharmi, Contra Vosa oder wie die heißt, in Rage of the Abyss nicht bereits angekündigt hätten. Denn die ist um einiges besser. Die ist super für Side Deck. Die andere kann man sogar Main Deck reinbuttern. 31 €. 31 Playset. 33 €. Ihr könnt davon ausgehen, dass wir quasi in eine neue Ära der Handtraps kommen. Wir sprechen über die Mulcharmis, wir sprechen über Dominus Purge, über die sprechen wir auch gleich nochmal. Da kommt noch eine weitere Fallenkarte raus. Also Konami scheint einen neuen Standard an Handtraps generieren zu wollen. Und das machen sie jetzt gerade. Bin gespannt, was mit den alten Handtraps passiert. Werden die gebannt? Vielleicht? Eine gebannte Ash Blossom? Wenn man sich mal anschaut, wie stark diese Karte repräsentiert ist. Ja, es gibt ja zwei Wege, eine Karte zu bannen. Also entweder, weil sie extrem broken ist oder weil die Repräsentation dieser Karte extrem hoch ist. Aktuell wäre ein Bann von einer Ash Blossom, wäre schon ein seltsamer Move. Aber vielleicht für die Zukunft? Wer weiß. Bleibt auf jeden Fall spannend. Maxi Ban im OCG, dafür die Mulcharmis. OCG, TCG näher zusammenbringen. Wenn Konami mit uns kommunizieren würde, wüssten wir, was ihre Pläne sind, aber wissen wir leider nicht. Aschenblüte, über die haben wir gerade... Wow, die ist super rare! Leck mich fett! 6,77 €! Zum Release 2,5 €. Ich hab gesagt, kauf. Dann ging jemand 4 €. Ich hab gesagt, jetzt ist zu spät. Jetzt könnt ihr das vergessen. Was ist hier los? Jetzt will ich mal gucken, was die Commons aus dem Structure Deck kosten. Wow! Das ist krass. Lange nicht mehr reingeguckt. See all versions. Ich will einfach hier. Structure Deck auf Beware of Traptics. Was? Oh mein Gott. Ist das abartig. Ihr seid ekelhaft. Wie krass ist das denn? Ich find's mega krass. Klar, die spielt man in jedem Deck. Jeder Yu-Gi-Oh! Spielt, hat 3 Kopien dieser Karte. Jeder. 3 Kopien davon, 3 Kopien von Imperm. Standard. Und alles andere sind Flexspots. Also ob es dann 3 Nibirus, 3 Droll oder 3 Droplet werden, das ist euch überlassen. Aber 3 davon und 3 Imperm ist Standard. Krass. Krass. Ich find's krass. Also richtig krass. Krass. Also krass. Ich sag's euch, ich find's krass. Hätte nicht gedacht, dass die Karte so weit ansteigt. Ist krass.
Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich find's krass. Krass. Alter. Kauz und Schlossvogel. Aktuell noch ein Schnapper, die Super Rare. Aus der Rarity Collection 2, da sind wir bei 70 Cent die Kopie. Absolut stabil. Holt euch ein Playset dran, bevor das dem Kollegen genauso geht wie Ash Blossom. Nibiru, das Urwesen. Da sind wir bei 2,69 €, falls ihr ein Playset haben wollt. Das ist ein okayer Preis, finde ich, für die Super Rare. Kann man auf jeden Fall machen. Und dann kommen wir noch zu ein paar weiteren Karten, die auch auf der vergangenen NAWCQ gespielt worden sind. Also nordamerikanische World Championship Qualifier. Und zwar Bestials. Ne? Bestials sind allgegenwärtig. Die gibt es mal mehr, mal weniger. Je nachdem. Ich meine, die würde man öfter spielen, wenn wir das Feuerformat nicht hätten. Dadurch, dass wir das Feuerformat hatten, haben. Spielen wir das jetzt nicht so oft, aber gegen Jubel richtig gut. Kann man richtig gut mal so einen Magnamut aufs Spielfeld beschwören. 2 Euro. Aktuell auf 1 nur spielbar, aufgrund von Banlist. Und den Druiswurm könnt ihr auf 3 spielen. Dementsprechend ist er auch teuer. 11,39 €. Bin gespannt, ob es da Reprints in der Bonanza, also Water Century Bonanza, geben wird. Talent der 3 Taktiken. Sehr stabil im Preis. Klar, in einem Handtrap-Format ist die Karte natürlich auch gut und dementsprechend oft wird sie gekauft. Aktuell bei 7,20 €. Die Kopie, falls ihr ein Playset haben wollt. Forbidden Droplet im aktuellen und auch zukünftigen Format. Das ist eine Karte, sag ich euch, die ist wieder da. Also hat man auch am vergangenen Wochenende in den Decklisten gesehen, entweder Main oder Side Deck. Aber bei 6,25 €, wer ein Playset haben möchte, 6,95 € die Kopie für die Super Rare aus der 25th Anniversary Rarity Collection. Auslöschungsinformant aus der Rarity Collection 2 hat sich ein bisschen wieder beruhigt, aber dennoch Playset bei 4,82 €. Blitzsturm. Reprint, starke Karte, wird oft in Side-Decks gesehen, dennoch aktuell nur 2,33 € die Kopie, was auf jeden Fall extrem sexy ist. Topf des Wohlstands, klar, für Consistency spielen so viele Decks. Bin eigentlich, muss ich ehrlicherweise, überrascht, dass die Karte bei so wenig verfügbaren Artikeln noch so günstig ist. Die kannst du ja, also jeder Rogue-Deck-Spieler sollte diese Karte für Consistency spielen, denn das ist meistens das Problem von vielen Rogue-Decks, Consistency. Endbot auch, aber vor allen Dingen Consistency, ne? Wenn du, ich sag mal, nur 3 bis 6 Starter hast, dann, also andere Decks haben viel mehr Starter und auch noch Sucher. Wenn du 3 bis 6 Starter hast und keinen Sucher, dann topft das Wohlstands auf jeden Fall. So. Unendlich hohe Beständigkeit, über die Karte habe ich eben gerade gesprochen, als wir über die Ashblossom gesprochen haben. Da sind wir bei 4,40 € die Kopie für die Super Rare aus der Rarity Collection. Also die Rarity Collection ist echt gut gealtert. Also wenn man sich die Rarity Collection 1 nochmal ranholen wollen würde, macht man, glaube ich, nichts verkehrt. Die ist wirklich gut gealtert. Und klar, ihr habt die Chance auf eine Quarter Century Secret Rare von Ash Blossom. Die Karte ist to the moon. So, die letzte Handtrap. Neue Karte aus der Infinite Forbidden, über die wir in diesem Market Watch sprechen, ist Dominus Purge. Dominus Purge ist der Anfang vom Ende. Mehr oder weniger. Denn diese Karte, also es wird quasi eine weitere Dominus irgendwas geben. Oder wird ähnlich heißen, keine Ahnung, in Rage of the Abyss. Die Karte ist eine Handtrap oder ihr könnt sie setzen und geflippt, also von, ne, going first, going second aktivierbar, aber mit einer Restriction, falls ihr sie von der Hand aktiviert. Finde ich interessantes Balancing. Die Karte lässt euch zum Beispiel, ich glaube, dann dürft ihr Feuer oder sowas nicht aktivieren. Das heißt, ihr könnt nicht diese Karte aktivieren und eine Ash Blossom. Finde ich interessant. Bei der nächsten Karte sind es, glaube ich, Erde, Licht und irgendwas. Also ich finde es tatsächlich sehr, sehr... ich finde es cool. Ich find's einen coolen Take für Handtraps. Und vor allen Dingen eine Trap, die wirklich eine Handtrap ist. Ne? Konami mag ja diesen Begriff nicht. Aber es sind Handfallenkarten. Warum mag man den Begriff nicht? Die ganze Community benutzt den. Es gibt den. Alle sprechen so. Aber sobald dann offizieller Stream an ist, wird nie über Handtraps gesprochen. Fragt euch mal warum. Achtet mal drauf. Eine Ash Blossom ist keine Handtrap. Ja, wie dem auch sei, das ist eine Karte, sehr interessant. Reprints, nicht vor der Tinte, also alles, was aus der Infinite Forbidden erschienen ist, wenn Konami seinem Reprint-Muster folgt, Reprints nicht vor der Tinte, 2025. Außer Konami haut vorher noch irgendwas raus, was natürlich passieren kann, weiß man nie. Aber im Regelfall nicht. 7 € aktuell die Kopie für diese Karte. Die Frage ist, wartet man noch? Oder shoppt man rein? Bei der tatsächlich ein bisschen schwer zu sagen. Ich finde 7 € ist okay. Klar, am Ende Playset wieder 21 €. Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt die Karte wirklich spielen, weil die gut kommt und weil ihr das Gefühl habt, euer Deck kann diese Karte gut vertragen, dann eventuell eine Idee. Könnten wir die Karte sehr gut in Trap Tricks vorstellen. Statt einer Ash Blossom. Ihr spielt nicht in Talent der 3 Taktiken rein. Ihr spielt nicht in Trust rein. Ihr habt eine weitere normale Fallenkarte für Sarah.
Die Karte statt einer Ash Blossom fühle ich. Fühle ich definitiv. Ja, wir kommen zum Ende des Videos. Ich hoffe, der XXL Metamark Award hat euch extrem gefallen. Wir sehen die Kartenpreise, fassen uns an den Kopf. Auf der anderen Seite fallen auch sehr, sehr viele Karten vom Preis, was wiederum sehr interessant ist. Eine interessante Phase, um eventuell shoppen zu gehen. Ich würde allen empfehlen, bis erstens Ende August Banlist abzuwarten und dann Anfang September die TIN abzuwarten. Die Bonanza, Quarter Century Bonanza, das wird einfach wild, wilder Westen. Da wird man nicht wissen, was da drin ist, bis die Influencer Openings online gehen oder Konami irgendwas aus irgendeinem Grund leakt. Oder meistens leakt ja Konami nicht, sondern irgendwer, der schon irgendwelche Informationen hat. Keine Ahnung, ein gewiefter Mitarbeiter aus der Druckerei, der zufällig so einen Zettel irgendwem gibt, der den dann wiederum auf Instagram postet. Verrückte Sachen, die auf jeden Fall passieren. Ballert mir mal gerne in die Kommentare, was ihr gerade macht. Das würde mich wirklich interessieren. Ich habe nämlich, es fällt mir unfassbar schwer, die Schwingungen gerade so ein bisschen aufzunehmen. Ich kriege sehr, sehr viele negative Schwingungen zum Yu-Gi-Oh! TCG. Und viele wandern ab und machen was anderes. Locana oder sowas, Mickey Mouse OTK und so. Goofy Control. Aber mich würde interessieren, was ihr tatsächlich macht. Macht ihr gerade einfach nur eine Pause? Also ich glaube, das ist das Gesündeste, ne? Nicht quitten und so. Einfach nur eine Pause machen, Karten beiseite legen, vielleicht ein paar teure Karten verkaufen, vielleicht ein anderes TCG eine Zeit lang spielen und dann wieder, wenn sich das Format bei Yugi wieder korrigiert hat, dann wieder zurückkommen. Also was macht ihr gerade? Ich will Yugi auch nicht quitten. Ich spiele aktuell ein bisschen Goat. Spiele Dragon Ball, spiele One Piece, spiele ein bisschen hier Pokémon. Den ganzen Quatsch. Einfach nur, um auf andere Gedanken zu kommen und mich nicht von Yugi abfacken zu lassen. Was macht ihr? Das würde mich interessieren. So, ich wünsche euch eine spitzmäßige Zeit. Genießt das Wetter. Hört auf, Karten zu spielen. Geht raus, genießt das Wetter. Geht Fußball spielen, Basketball spielen. Geht an den See, geht ein Bierchen zum Sonnenuntergang am See. Hier, wie heißt das? Fluss. Fluss heißt das. Rhein, Elbe und hier Spree und so. Macht bitte. Macht bitte. Der Sommer ist da. Nutzt den Sommer voll aus. Der Herbst kommt viel zu früh meistens. Also, lasst die Karten. Oder nimmt die Karten mit raus. Das ist eine Idee. Hier draußen gibt es doch immer so Tisch. Tischtennisplätze kann man auch machen. Aber es gibt doch immer so Schach. So Stein-Schachfelder, Schachdinger. Wo mit zwei Stühlen, wo man sich dran setzen kann, wo alte Männer Schach spielen sollten. Meistens sitzen dort alte Männer und betrinken sich. Aber es könnten auch ein paar jüngere Männer einfach hingehen und ein Kartenspiel spielen. Wenn es windstill ist, warum nicht? Habe ich in der Vergangenheit auch schon gemacht. Macht mega Laune. Open Air. Voll geil. Gibt es richtig Battle City Feeling. So, lasst es krachen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.